Cryo-Parametric Human Factor Analysis Extension oder auch Mannequin Extension genannt, ist ein Paket, was in Creo Design Essentials mit dabei ist, also keine Zusatzfunktionalität. Ich möchte Ihnen das ein bisschen näher bringen. Mein Name ist Urs Simler, CAD Simulationsexperte bei der GIA Informatik AG. Hier die Koordinaten unseres Verkäufers Daniel Losley und da noch Informationen zu unserer Homepage. Was bietet Ihnen dieses Mannequin Analysis? Wir haben die Möglichkeiten, unterschiedliche Menschen aus einer anthropometrischen Datenbank zu verwenden, um so halt Ergonomiestudien durchzuführen, Reichweiten zu überprüfen, Sichtfelder zu kontrollieren und natürlich auch eine Visualisierung von unserem Produkt mit dem Bediener zu sehen. Zusätzlich ist auch Möglichkeit, da manuelle Tätigkeiten zu überprüfen, führt das zu Gesundheitsschädigungen oder ist es irgendwie bequem, in der Stellung irgendwie auf dem Motorrad zu sitzen? Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Stichwort habe ich schon erwähnt, Motorrad. Hier das Motorrad vom PTC-Kunden Royal Enfield. Und da möchte man so ein Mannequin hier verbauen. Entsprechend haben wir hier den Reiter-Mannequin. Und da kann ich einfach mal so ein digitales Menschmodell einfügen. Wir sehen hier die anthropometrische Datenbank in etwa, ich schätze jetzt 30 unterschiedliche Leute können hier verbaut werden. Ich nehme mal einen Durchschnittsitaliener, einen Mann hier, den ich da einfach mal verbauen möchte. Und da werde ich gefragt, soll er stehend oder mal in einer sitzenden Grundposition eingebaut werden? Ich gehe jetzt hier mal auf sitzend. Und der gute Mann hier, Giovanni, wartet schön brav hier schon sitzend. Bis ich ihn jetzt platziere mit dem Allerwertesten, sage ich ihm, hey, setz dich hier auf das Motorradl. Erste Referenz und hier mit der zweiten Referenz, schau in die Richtung hier von dieser Ebene da. Ich nehme jetzt hier mal X-Plane. Jetzt müsste er sich umdrehen, ja. So soll es natürlich nicht sein. Darum drehe ich ihn hier nochmals nach vorne. So sieht schon ein bisschen besser aus. Damit er natürlich da in der richtigen Position sitzt, habe ich da auch die Möglichkeiten, sogenannte Körperhaltungen anzuwenden. Ich verwende jetzt hier mal eine Körperhaltung, eine Makro-Körperhaltung für den ganzen Körper. Und da müsste es irgendeine geben. Wo finde ich sie? Riding Bike, den hier. Okay. Und jetzt wird der gute Mann mal so eine Grundstellung hier annehmen, um ja, auf dem Motorrad hier zu sitzen. Gar nicht so schlecht, wie er da drauf sitzt. Ja, ein bisschen schräg ist er da noch mit drauf. Muss ihn da vielleicht noch ein bisschen ausrichten. Zu dem Zweck sage ich ihm einfach hier, okay, ich möchte da meine Kinder anwählen, die Platzierung nochmals kurz editieren. Schau wirklich in diese Richtung hier. Scheint mir da noch nicht so sauber ausgerichtet zu sein. Jetzt müsste er, glaube ich, schön symmetrisch da nach vorne sitzen und ich sage ihm hier, hey, komm da noch ein bisschen weiter nach vorne, sonst hat dann eine eventuelle Person, die da im Sozius mitreiten möchte, hat dann hier eher ein Problem. Okay, hat sich jetzt einmal einigermaßen bequem hingesetzt und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ihm auch noch oder mir anzeigen zu lassen, okay, was ist sein Sichtbereich hier. Ich lasse mir die sogenannten Sichtkegel hier anzeigen, passives Wahrnehmungsfeld, die Bereiche, wo er was lesen, erkennen kann oder auch den Fokus sehen wir da mit entsprechenden Konen hier angezeigt. Ich kann auch seine Blickrichtung hier ändern. Okay, schau da vielleicht mal da im Bereich vom Tacho rein, damit du das Tempo genauer beobachten kannst, damit es dann nicht irgendwie Bußgeld hier regnet. Er wird jetzt da entsprechend die Blickrichtung ändern.
hat er jetzt nicht gemacht. Probieren wir nochmals die Blickrichtung hier zu ändern. Guter Mann. Schau da auf den Tacho. Müsst natürlich auch den Tacho hier anwählen und nicht irgendwie die Fläche anwählen. Meine Sichtkegels. Jetzt schaut da auf den Tacho runter. Seht zwar die entsprechenden Konen. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit zu sehen, was er sieht, indem dass ich sein Sichtfenster hier betrachte. Jetzt kriege ich rechts unten eine Darstellung, was er jetzt so genau beobachten kann. Hat so irgendwie Störkonturen im Weg, um da einen Tacho genauer beobachten zu können. Okay. Des Weiteren habe ich hier auch die Möglichkeit, ich blende jetzt da die Sichtkegel wieder aus. Des Weiteren habe ich auch die Möglichkeit, jetzt auch Reichweiten hier anzeigen zu lassen. Wenn er den Oberkörper nicht bewegt, kann er mit den Armen entsprechend diese Bereiche erreichen, die hier angezeigt werden. Oder ich kann ihm jetzt auch noch beibringen, dass er jetzt seine Hände auf den Lenker halten soll. Also ich gehe hier auf das Greifen, zoome da ein bisschen rein, damit ich das besser beobachten kann. Ich sage jetzt hier mal mit der Mittelhand da. Soll er da vielleicht mal auf den Punkt hier greifen? Damit er da, ich sage jetzt mal, ergonomischer sitzt. Ja, sieht nicht so schlecht aus. Schließe ihn hier wieder und mache natürlich ein weiteres Greifen nochmals. So. Mit der Hand hier. So, da haben wir sie. Da soll er da mal an den Griff hier. Das mal bewegen. Okay, würde mal behaupten, er sitzt einigermaßen bequem, die Verhältnisse stimmen einigermaßen und jetzt kriege ich auch die Möglichkeit, da noch zu sagen, hey, ich möchte jetzt noch eine andere Person hier verbauen. Ich gehe da hin und sage, ein zweites Mannequin soll eingefügt werden. Natürlich die Frau des Durchschnittsitalieners, Durchschnitt von der Größe her, soll hier eingebaut werden. Das ist auch eine von der Größe her durchschnittliche Italienerin, 1,59 groß sind die so in etwa. Okay, auch hier sage ich mal da zuerst, hey, bring dich mal da in Position sitzend in der Baugruppe drin. Da müsste sie schon warten. Und ich sage jetzt an der Stelle, okay, du musst da ein bisschen weiter nach hinten, weil der Platz ist ziemlich eng auf diesem indischen Motorrad, sag, setze ich hier hin und schaue in die Richtung hier auch wieder Explain. Ah, da natürlich in die andere Richtung. So. Wählen Sie nicht so genau. So, probieren wir es nochmals. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Jetzt sage ich hier noch da, okay, bleib mal hier stehen und ich möchte da eine weitere Körperhaltung hier anwenden. Und da sage ich mal, das soll eine Makrokörperhaltung sein. Durchsuch mal das. Hab das wahrscheinlich nicht so toll abgespeichert. Sag, die Makrokörperhaltung soll an der Frau angewendet werden. Gehe da ins Makro rein und ich sehe da hier weitere Optionen, die ich gerade vorhin abgespeichert habe. Da gibt es noch eine Körperhaltung, die heißt hier Sozius. Okay, jetzt wird die Frau hier so eine Sozius-Körperhaltung anwenden, wo sie natürlich ein bisschen zusammenknüllen muss. Ja, jetzt sitzt sie immer noch schräg auf dem Motorrad. Das geht natürlich gar nicht. Ich positioniere sie jetzt hier nochmals. Also ich gehe da hin und sage, okay, gute Frau, setz dich doch ein bisschen
anständig hin hier, auch entsprechend diese X-Plane. Okay, jetzt hat es geschnallt, dass ich wirklich parallel oder in Fahrtrichtung hinsetzen soll. Okay, und ich sehe jetzt natürlich, ja, das passt da einigermaßen. Können natürlich auch Ihre Stellungen und so weiter da verändern. Habe natürlich jetzt auch da die Möglichkeit, dann mit ihr auch noch gewisse Untersuchungen durchzuführen. Könnte jetzt auch ihr Sichtfeld sehen, dann sieht es natürlich ihrem Mann hier auf die Schultern und so weiter. Das kann alles überprüft werden. Es kann jetzt sogar so weit gehen, dass ich da an der Stelle auch noch eine entsprechende Komfortwinkelanalyse hier durchführe. Ich sage mal, oh, sitzt die gute Frau hier? Ich wähle sie an. Sitzt sie einigermaßen bequem, und da gibt es gewisse Regeln. Also wenn ich irgendwo halt ein Bike bewege oder auf einem Racebike sitze, Motorrad sitze, ist das bequem. Dann gibt es hier halt gewisse Winkel von einzelnen Gelenken, die da in gewissen Bereichen drinne sein müssen, damit das einigermaßen bequem ist, und das wird mir da mit diesen Darstellungen hier gezeigt. Ich kann mir das auch da berechnen und kriege da gewisse Rückmeldungen, ob das einigermaßen bequem ist. Natürlich, am Sozius zu sitzen, zusammenknüllt, ist nicht unbedingt bequem. Darum kriege ich da auch noch irgendwie 55% Einhaltung. Gut, das vielleicht mal zu den Möglichkeiten, die wir da drin haben. Natürlich kann man dann auch hier eben diese Ergonomikanalysen noch weiter treiben, um sogenannte Heben-Senken-Berechnungen zu machen, also manuelle Tätigkeiten überprüfen. Es wäre auch möglich, zum Beispiel das Mannequin auf ein Fitnessgerät zu stellen und dann auch gewisse Bewegungen durchzuführen, also Filme zu erzeugen, weil das Mannequin ist mit Mechanismen aufgebaut. Aber ich glaube, einen ersten Eindruck haben wir hier gekriegt, was dieses Mannequin-Modul uns bringen kann. In dem Sinne hoffe ich, dass es einigermaßen informativ war. Wir von der GIA Informatik bedanken uns für Ihre Zeit, die Sie aufgewendet haben. Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, kommen Sie auch zu. Auch Workshops führen wir gerne bei Ihnen durch, auch zu Mannequin kundenspezifisch. Oder zu anderen Themen, die Sie auf unserer Homepage finden. Besten Dank, auf Wiedersehen.